Ui, ui, ui. Wir müssen den Typen anlegen. Colonel Autumn. Ah, ja. Zeit schinden und anlügen, habe ich gesehen. Dann kriegen wir Rüstung in unserem Spind daneben rechts irgendwo. Ich sage Ihnen, was hier vorgeht. Sie haben verloren. Die Guten haben gewonnen und gehen jetzt zum Endspurt über. Den Aufbereiter haben wir, aber wir brauchen noch den Code, um ihn zu aktivieren. Sie werden mir den Code jetzt geben und uns allen jede Menge Ärger ersparen. Vielleicht lasse ich Sie sogar laufen. Einverstanden? Also, wenn wir den Code geben, killt er uns. Das ich sagen wir will nichts. Ehrlich mit Ihnen sein. Meine Geduld ist so gut wie am Ende. Auch habe ich keinerlei Interesse an irgendwelchen Spielchen hier. Sie sagen mir jetzt den Code oder müssen die unangenehmen Konsequenzen tragen. Nein, Mann. Wieso bestehen Sie darauf, mich zu provozieren? Sagen Sie mir den Code und zwar sofort! Colonel, ich brauche Sie. Mr. President, ich habe keine Zeit für andere Angelegenheiten. Ich bin in Kürze bei Ihnen. Nun, Colonel. Ja, Sir. Okay. Ah, endlich allein. Ich entschuldige mich für Colonel Ortons Verhalten. Er steht in letzter Zeit ziemlich unter Druck. Ich habe keine Zweifel, dass Sie wissen, wer ich bin. Ich bin mir sicher, dass Sie meine Radioübertragungen gehört haben. Ich würde gern mal mit Ihnen reden, unter vier Augen. Ich denke, es gibt da so einiges, das wir beide besprechen sollten. Sie finden Ihre Habseligkeiten im Spind neben der Tür. Ich werde den Weg für Sie freimachen. Und ich werde auch Ihre Fesseln lösen. Ich warte in meinem Büro auf Sie. Sputen Sie sich. Hopp, Maus wieder im Weg. Okay. Alles nehmen. Tesla, Tesla, ich bin einer von den Guten. Man sieht's. Wie viel Leben haben die? Das geht, das geht, das geht, das geht. Okay. Gleisgewehr. Unten. Linkens oben. Rösti rechts. Rösti ist gut, Rösti ist gut. Und ich hau mir einfach einen Stealth-Bow rein. Warum nicht? Keine Bewegung. Sie sollten doch in der Zelle stecken. Sie werden nirgendwo hingehen. Der Raum daneben ist gesteckt voll mit Wachen. Wenn ich die hole, sind sie wieder in ihrer Zelle. In einem Leichensack, wenn es sein muss. Ich muss dringend woanders hin. So ist gut, Kleiner. Okay. Ich hoffe, dass das Stealth-Bot. Okay. Wir haben schön hier. Bin ich hier richtig? Glaub nicht, dass ich hier richtig bin. Hallo. Achtung! Hier spricht Colonel Orton. Hiermit wird der Befehl erteilt, die bisherige Direktive des Präsidenten zu ignorieren. Der Gefangene aus Rund 101 ist bei sich Kontakt zu erschießen. Yep. Ihr seht mich nicht. Ich habe einen Stealth-Pool. Oh boy.
Plünder. Ich will die doch nur plündern. Ich kann den dann Plasma-Miner in den Po stecken. Ziel im Visier. Waffen bereit. Angriffsmuster. Und tschüss. Auch so kommt der her. Ich wurde getroffen. Also er kommt echt her. Ich werde beschossen. Na, du wirst geschlagen. Geil! Komm runter. Ich werde beschossen. Du bist auch geschlagen. Wir wissen den Unterschied nicht. Oh. Ich sehe hier drin gar nichts. Bona gestorben. Besser Gewehr. Ach, ich hab zu viel mit. Hast du ein Tesla? Ist das eine Tesla-Rüstung? Jetzt hab ich noch mehr mit. Danke für die Reparaturarbeit, die du mir erspart hast. Okay. Ah. Dann gehen wir weiter rüsteln. Rückzug angetreten. Neu gruppieren. Waffen einsatzbereit. Ich gehe mal weiter. Aus dem Weg, aus dem Weg. Okay. Cool. Gegner lokalisiert. Rückzug an den Visier. Was zum Teufel wird hier rumgetanzt? Okay. Ist er weggerannt? Gibt's ja gar nicht. Rennt einfach weg, der Typ. Ich hatte mir das ein bisschen schlimmer in Erinnerung. Ein bisschen schwieriger. Vorraum. Vielleicht wird's ja noch so. Nur zur Sicherheit. Feindliches Ziel erfasst. Okay. Okay. Alle cool bleiben, alle cool bleiben. Der Präsident erwartet Sie. Gehen Sie. Ja. Ja, danke. Cool bleiben hier. Da hat dich und Jericho uns schon durchgemördert. Also das ist er. Von Angesicht zu Angesicht. Endlich. Es ist
höchste Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich bin erfreut, dass Sie es geschafft haben. Ich hatte mir die Reise anders vorgestellt, aber so konnten Sie immerhin zeigen, was Sie können. Sie sind wirklich liebenswürdig. Die Ehre ist ganz meinerseits. Ich wollte schon seit langem Ihre Bekanntschaft machen. Wir beide haben viel zu diskutieren. Sie und ich haben die Chance, die Lebensqualität in diesem Land für alle zu verbessern. Ich möchte, dass Sie dafür sorgen, dass diese Chance nicht vergeudet wird. Ich hoffe, Sie sind sich im Klaren darüber, dass ich eine Menge Vertrauen in Sie setzte. Ihre Anwesenheit hier ist der Beweis dafür. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Worum ich Sie bitten werde, mag etwas beunruhigend klingen, aber ich versichere Ihnen, dass es dafür einen sehr guten Grund gibt. Ich möchte gern erklären, was Sie für mich tun können. Würden Sie mir einen Moment Ihrer Zeit widmen? Während die Mutanten ihr Unwesen treiben, können die guten Menschen dieses Landes die Kontrolle nicht wiedererlangen. Weder meine Soldaten, noch die Sekte, mit der sie in Kontakt gekommen sind, diese stählerne Brüderschaft, können den Lauf der Dinge aufhalten. Unsere Gesellschaft, unsere Welt, muss von Supermutanten und Ghulen befreit werden, bevor wir weitere Fortschritte machen können. Wo andere gescheitert sind, wird die Arbeit ihres Vaters, glaube ich, erfolgreich sein. Ich hatte gehofft, dass Sie meiner Meinung sind. Nach Aktivierung des Aufbereiters kann er zur Verbreitung von Giftstoffen eingesetzt werden, die mutierte Kreaturen über das Trinkwasser vernichten. Je länger er läuft, desto sauberer wird unsere Welt. Sorgen Sie dafür, dass er anläuft und die notwendigen Modifikationen vorgenommen werden. Vor Ihnen liegt eine Ampulle mit einem modifizierten FEV-Virus. Sie kann direkt in die Steuerkonsole des Aufbereiters eingesetzt werden. Geben Sie zur Aktivierung des Aufbereiters dann den Code ein. Die automatischen Systeme kümmern sich dann um den Rest. Mehr brauchen Sie nicht zu tun. Es ist sehr einfach. Ausgezeichnet. Ich freue mich, dass ich auf Sie zählen kann. Es ist Eile geboten. Ich schlage vor, Sie machen sich sogleich auf den Weg. Sobald Sie die Ampulle an sich genommen haben, dürfen Sie gehen. Ich tue, was ich kann, um Ihnen den Weg zu ebnen. Ich lasse mich leider nicht überreden. Die Macht, die Sie über durchschnittliche Ödländer haben mögen, ist mir gegenüber null und nichtig. Ach ja, Colonel Autumn. Ein zuverlässiger Untergebener. Ich nehme an, Sie haben bemerkt, dass Colonel Autumn und ich uns in letzter Zeit nicht mehr in die Augen sehen. Bildlich gesprochen natürlich. Der gute Colonel und ich haben unterschiedliche Ansichten darüber, wie das Problem Ödland anzugehen ist. Er meint, meine Methoden seien zu extrem. Seine Objektivität wurde durch seine menschlichen Emotionen getrübt. Er widersetzt sich jetzt öffentlich meinem Befehl. Und daher wende ich mich an Sie. Ich hoffe, Sie können über Ihren Tellerrand hinausblicken und verstehen, was hier auf dem Spiel steht. Wenn Sie erfolgreich sind, habe ich natürlich einen Platz für Sie in der Enklave. Oh. Vielleicht sogar als Vertrauensperson in der Nachfolge des Colonels. Klingt gut, oder? Leider können Sie nicht gehen. Es sei denn, Sie nehmen die Ampulle mit. Ja, nehme ich hier mit. Keine Sorge. Da. Und raus hier. Dann haben wir hier noch. Haufenweise Brüder. Nicht viel Money, gleiches Gewehr. Ob
Was war so drüben gerade los? Nudeln, oh yes. Was auch da drinnen gerade passiert ist. Die Waffe ist zu schwach. Oh. Das ist ein Krieg hier drinnen. Und die... Goddamn Roboter sind auf meiner Seite. Oh, Elektronen-Ladeteil. Ich habe die Waffe noch nicht gefunden. Mit der würde ich gern spielen. Danke, Ihnen auch. Hopp, hier geht's wieder weiter. Wie ist denn das passiert? Greif ich nicht. Gefährlich gerade. Shots. Ich habe ganz vergessen, Wasser zu holen, wenn ich die Lösung nachgegoogelt habe. Und wir hier. Powerhand, Powerrüstung. Eine Tesla-Rüstung. Ich will auch eine Tesla-Rüstung haben. Ich nehme dann Schwachsinn mit. Ich hoffe, das doch alles nicht mehr. Tesla-Helm und Tesla-Rüstung. There we go. Okay. Wir sind voll. Ach. Uff. Ach, Bottis. Ah, der hat das Elektroladegerät. Elektroladeteil. Und Raketenwerfer-Typ. Krieg ich einen Headshot? Nein. Machen wir den Namen weg. Viel Spaß, Typ. Alarm. Einsatz tödlicher Gewalt genehmigt. Die Sicherheit. Oh, da ist er. Ich kann ich noch mal reparieren. Oh boy. Da geht's ja richtig ab gerade. Verdammt. Doch, Kartoffelchips.
Oh, ich hab keinen Platz. Ja, haben wir Platz. Doppelchips und Steampacks. Und Noten. Perfekt. Wir haben es rausgeschafft. Wir haben es rausgeschafft. Puh. Aufmachen. Das hat sich nicht gut angehört. Ja, hat nicht funktioniert, wie es ausschaut. Hey, was geht ab, Bro? Treffen wir uns endlich. Ich wusste, dass sie überlebt hatten und habe gehofft, bei ihrer Rettung helfen zu können, um meine Schuld zu begleichen. Ja, und dieses Gerät ist noch dazu überaus faszinierend. Eine fantastische Technologie. Stellen Sie sich nur vor, wie viel Böses mit solchen Werkzeugen aus der Welt geschafft werden kann. Oh, ich mache eine kurze Pause hier. Pause. Und wieder zurück. Ich beobachtete Ihre Gefangennahme und konnte Ihnen heimlich folgen. Ich wünschte, ich wäre früher gekommen, um Ihnen bei der Flucht zu helfen. Da ich Ihnen meine Freiheit verdanke, hielt ich es nur für gerecht, Ihnen denselben Gefallen zu tun. Schließlich kenne ich in dieser Welt nur Sie. Es wäre mir eine Ehre, einem solchen Helden zu folgen. Sollen wir aufbrechen? Oh. Focus und Jericho wäre eine coole Kombi gewesen. Was haben wir hier sonst noch? Okay. Weiß gar nicht, wo ich hier bin. Nimm nirgendwo. Ich könnte fast wieder reingehen und weitermachen hier. Wird lustig, wenn ich den Mutanten mit in die Zitadelle nehme. Okay. Was haben wir hier? Tesla-Helm? Den habe ich hier oben. Wir begeben uns eh schon in Richtung Endgame. Ja, ja. Gibt's Sinn, da gibt's Sinn. Was mache ich jetzt? So ein männlicher Lauf. Männlicher kann man gar nicht mehr laufen. Okay. Hauptquest. Zitadelle. Ich bin jetzt hier schon fertig eigentlich. Das ist doch das Finale dann schon fast. Ich glaube, dass eigentlich ziemlich das Finale jetzt wird. Ah, ich brauche eigentlich gar keine Liberty Prime Unterstützung. Das ist nur ein freundlicher Supermutant. Ja, nicht schießen. Seien Sie. Sie? Sie sind wieder zurück? Wir haben alle geglaubt. Sie wissen schon. Der älteste Lines und die anderen sind im Labor versammelt. Es heißt, der Aufbereiter soll angegriffen werden. Gehen Sie am besten sofort runter. Okay, nein. Nein, ich werde noch ein bisschen herumeiern. Und dann erst diese Mission zu Ende bringen. Andeo. Robco. Fort Independence. Ich habe so viel erkundigt, ich weiß gar nicht, was noch fehlt. Little Lamplight. Hier oben gibt es vielleicht noch was. Klippenhütte. Kraftwerk, Minenfeld, Schrottplatz. Ruinen von Bethesda war ich, glaube ich, gar nicht drin. Hamiltons Schlupfloch. Irgendwo war ein Chrysler-Fabrik. Friendship Heights. Super.
Das ist die Chrysler. Da können wir noch reingehen. Ein bisschen rumeiern, bevor wir die letzte Folge starten. Ich muss ein bisschen chillen gerade. Extremst chillen muss ich. Verdammt. Kriegen wir das echt fertig? Ich werde, wenn der Typ mich in die Höhe jagt. Okay, Focus. Mein Inventar ist ziemlich voll. Aber rein hier, schauen wir mal, was hier drinnen abgeht. Wir können uns durch Gatling leisern. Dann muss ich mir anschauen, wo ich mich am besten aufbehalte, damit Liberty Prime mich nicht killt. Maus ist wieder im Weg. Oh, weg mit der Maus. Oh, Mutanten. So, ich stecke. Er lasert was zusammen, der Typ. Paket. Feuermeisen-Nekt habe ich auch nie mehr gebraucht. Strahlen sind gefährlich? Nein. Ja, einer von euch wird euch aufhalten. Mama. Ja, Klammerdüre ist eine Frechheit. Die 40er Money ist extrem wichtig. Nein, ich bin ja jetzt ziemlich überall mit wenig Muni dran. Wäre witzig, wenn Focus eigentlich echt sterben würde jetzt. Eigentlich gar kein Platz. Eigentlich kann ich das machen. Das schafft Platz. Hey Focus, kill den Typ doch endlich mal. Gibt's ja gar nicht. Runter. Untere Büros. Ich glaube, ich habe echt schon fast die ganze Map durchquert. Und quert. Oh. Nein. Sehr schwer, ist nicht cool. So, warte, hier sein. Mist. Das wird richtig gefährlich. Wirklich? Warum sind die Kühe drin? Das war's nicht wert. Sind das Ghule? Wir müssen leise gehen. Das sind Hunde. Oh, nein. Ich kann es nicht alles aufsperren. Warum ist hier... Nein. Irgendwo ein Schlüssel sein, oder? Was habe ich mich da jetzt wieder reingestürzt? Schaut noch eine Falle aus. Oh boy. Weg. Das Spiel ist aus.
Oh, mein Kopf. Ich hab noch mehr Kopfweh, glaub mir. Nice. Überraschung. Ah ja. Sehen wir genau zu. So viel Spaß. Ja, den mag ich schon mehr, den Typen. Den mag ich schon mehr. Weiter runter. Natürlich, ich hätte ja runterhupfen können. Ja. Voll aus. Das ist auch. Ein Gewehrfalle. Turpentine. Wir müssen leise gehen. Schaut hier alles noch eine Falle aus. Oh nein, Musik. Was hier? Raus hier, raus hier. Das hat so viel nach Copyright-Musik geklungen. Nein. Ich höre es noch immer, ich höre es noch immer. Einfach drüber reden. Einfach drüber reden. Ein paar Zuckerbomben futtern. Bla 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 bla. Ich höre die Musik nicht an. Okay, wo geht's hier raus wieder? Hier nicht. Das sind nur eine Stiege. Ein kleines Gewehr ist auch schon reparaturfähig. Da geht's wieder irgendwo anders hin. Oh. Ich kann mich nicht erinnern, ob die Gebäude in Fallout 4 interessanter waren. Aha, gefunden. Ah, mein Supermodan steht im Weg. Ah, ich habe ja noch Maidlerkuchen im Kühlschrank. Oh, das geht gleich weiter. Leben. Meine was? Arme fressen, wenn du tot bist. Arme, okay. Und das Ding ist fast kaputt. Den Wächter wegsnipen. Wo ist der Kopf? Gib mir Kopf. Und da. Ich hab daneben geschossen. Na geht doch. Na geht doch. Wer will als nächstes? Nächstes. Fuck, das ist cool. Fuck, das ist cool. Ah, sind die nächsten. Du bist schwach. Ich bin stark. Ich treffe nichts. Ich treffe nichts. Kopf. Okay. Und dann alles reparieren gehen. Meine furchtanflößende Kampflinte auch.
Spaß, das ist das Wichtigste. Das war zu einfach. Ja, das kann ich tun müssen. Das Buch der Wissenschaft. Wird mir nicht helfen, dass ich schlauer werde, aber wir leben es trotzdem. Oh. Cooler Hut. Ach, wieder gar nichts looten. Muni nehmen wir mit. Ich höre irgendwas. Das Spiel ist aus! So viel Spaß! Ah, es wäre eine richtig coole Kombi gewesen mit Jericho. Schade. Schade. Okay. Jetzt ist das der Weg wieder raus. Nee, nur zum Leute killen anscheinend. Ja, warte drauf. Warte drauf. Dann alles reparieren und dann die Endmission angehen. Dann eine Finalmission machen. Nein, Mission. La Finalia. La Finalia. Hopp. Oh boy. Ah. Machen wir weiter hier. Oh, keiner mal in die Schussbahn. Nein! Schon wieder gewonnen. Gute Arbeit. Und Platz. Platz. Okay. Okay. Dann gehe ich mal verkaufen. Mache ich eine fette Verkaufsrunde. Jo, Episode hier vorbei. Nächste Episode wird das Finale. Peace out. Ah, vielleicht kommen mir noch Gegner draußen. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, die Gegner da draußen. Keine Gegner. Okay, ich mache eine fette Verkaufsrunde. Jo. Jo. Jo.